Vater, wir danken dir von Herzen, ja, für deinen wunderbaren Plan, den du mit uns Menschen hast. Ja, dass wir entspannt sein können und dich genießen dürfen, dein Wort genießen dürfen. Vater, danke, dass wir uns wie in einem Wohlfühlbad, in deiner Gnade einfach immer wieder erfrischen dürfen und bewusst sein werden, welch Privileg es ist, dass wir dein Wort haben, dass wir erkennen dürfen, wie du es meinst mit uns Menschen, weil du uns dein Wort geschenkt hast. Ja, wir danken dir von Herzen, dass jedes Herz weit offen ist und empfänglich ist und dass dein Wort wirklich uns neue Dinge zeigt, die wir noch nie so gesehen haben. Wir danken dir von ganzem Herzen in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Den Titel ganz genau, den Haupttitel weiß ich jetzt noch nicht, aber der kommt dann schon noch. Irgendetwas über Familie, Family und so weiter. Aber heute geht es mal um du und dein Haus. Du und dein Haus. Das ist ein biblischer Begriff, der wirklich nicht nur einmal vorkommt, du und dein Haus. Weil Gott liebt Familien. Gott hat Familien gemacht. Es ist seine Idee, Familien. Und ich spreche jetzt einmal ganz klar von der natürlichen Familie. Gott liebt Familien. Du hast vielleicht keine Familie und trotzdem hast du eine Familie. Du bist vielleicht nicht verheiratet, meine ich, aber du hast Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Tante, Onkel, Cousine, Großmutter, weiß ich was, und du hast viele, die nicht mehr da sind, die sind schon im Himmel. Du hast vielleicht große Fragen über das, wo sie wirklich gelandet sind, aber heute werden wir mal etwas Spezielles hören über das. Aber es ist etwas Gutes, was du hören wirst, weil er eben der Herr der Zeit ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir hat Gott schon als Kind einen Wunsch und eine Vorstellung über eine heile Familie gelegt. Und ich bin da sicher nicht die Einzige. Ich denke, jeder Mensch hat in seinem Herzen als Kind, wenn es noch nicht verschüttet ist, wenn noch nicht die Erlebnisse gekommen sind, die manchmal so zerstörerisch sind in einer Familie. Aber ich glaube, da drin hat jeder Mensch die Vorstellung nach einer heilen Familie, wo es harmonisch ist, wo es das Wort göttlich ist. Wussten wir ja nicht, was es heißt, das Kind oder so. Aber ich hatte das auf jeden Fall. Ich hatte auch diese Idee, sage ich jetzt mal, diesen Wunsch oder die Gedanken über eine große Familie. Damals ergab es sich so, dass ich oft bei meinen Großeltern in den Ferien war. Mein Großvater, das war der Vater von meiner Mutter, der war als letzte Station war er Pfarrer in Langenthal. Landeskirche Pfarrer, also gewöhnlich reformierte Pfarrer hier in Langenthal im Kanton Bern. Okay? Das war sein letztes größeres Pfarramt, das er hatte. Nachher hatte er dann nur noch so ein Andachtspfarrer, war in einem christlichen Hotel im Welschland oberhalb von Montreux. Aber gut, dort ging ich als Mädchen, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, ich sage jetzt mal 6, 7 ungefähr so, ging ich dort ab und zu in die Ferien und ich liebte das, weil die Familie war sehr groß. Meine Mutter war die zweitälteste und sie hatte im Ganzen 9 Geschwister. Sie waren 9 zusammen. Und das gab für uns sehr viele Tanten und Onkel.
Und meine jüngste Tante, die war nur ein paar Jahre älter als ich. Also wenn sie mich dann spazieren führte, so als wenn wir zusammen einfach durch die Straßen von Langenthal gingen, dann war sie, ja, ich hatte natürlich Respekt vor ihr. Sie war natürlich größer als ich, aber sie war so auf meiner Wellenlänge, weil sie nicht so alt war. So, sie war einfach noch jung, noch sehr jung. Ich weiß nicht mehr, wie alt. Vielleicht höchstens 10 Jahre älter als ich oder so. Also ich war wirklich noch zu Hause und so. Und es wohnten auch noch viele Tanten und Onkels zu Hause. Aber was mich immer so fasziniert hat, das war, wenn wir aßen zusammen. Da war das ein, für mich als Kind ein riesiger Tisch. Und da saß mein Großvater und da saßen alle. Und da gab es einen Gong. Also das Haus war riesig und ein Gong, also wenn Essen bereit war, kam die Köchin und so, die hat dann unten den Gong geschlagen und dann kamen sie aus allen Zimmern wie am Eisen und ja, es kam mir einfach sehr groß vor. Aber einfach, es ist einfach, Gott liebt Familien und ich glaube, jedes Kind liebt das. Ich liebte das immer auch Besuch zu haben, wenn Tanten und Onkels kamen und man wieder zusammen war und so. Also gut, das war einfach so ein Gedanke, wie Gott das, ich glaube, in jedes hineingelegt hat. Aber zu Hause, muss ich sagen, haben wir alles andere als eine harmonische Familie gehabt. Aber da drinnen habe ich immer diesen Wunsch gehabt. Ich habe ihm dieses Sehnen, dieses Wissen, was eigentlich das Echte wäre. Ihr seid so ruhig, bin ich die Einzige? So habt ihr das nie empfunden als Kind? Ihr auch, auch. Halleluja. Halleluja. Das ist die Geborgenheit einer Familie. Was wir als Erstes jetzt einfach anschauen wollen, diese Bedeutung von du und dein Haus. Weil wir sind jetzt errettet, weil wir Jesus als Herrn angenommen haben. Und wir haben zusätzlich zu unserer natürlichen Familie, haben wir die geistliche Familie bekommen. Auf einen Schlag. Weltweit. Global. Nicht nur auf uns Victory beschränkt. Wir sind Brüder und Schwestern mit allen Jesusgläubigen. Mit allen. Und das ist ganz, ganz speziell. Ganz speziell. Dass der Begriff, den wir jetzt anschauen, ist Apostelgeschichte 16,31. Dort kommt dieser Begriff vor, du und dein Haus. Und zwar ist dort die Geschichte, wo Paulus und Silas im Gefängnis waren, ungerechterweise. Sie haben nichts verschuldet, sie wurden gepeitscht, sie wurden geschlagen und sie haben sie ins Gefängnis geworfen. Aber was geschah? Die Ketten und die Banden lösten sich um Mitternacht, als es am dunkelsten war, lösten sich die Ketten und Banden nicht nur von ihnen, von allen Gefangenen in diesem Gefängnis. Und zwar geschah das, weil sie Lobpreis machten. Sie haben, anstatt sich beschwert beim Herrn, haben sie gedankt und Loblieder gesungen. Und wir wissen, Lobpreis ist Macht. Die Banden wurden frei. Es geschah ein Riesenerdbeben. Also alles, also Erdbeben nicht zur Zerstörung, sondern zur Lösung von diesen Bindungen. Und der Gefängniswärter, der ja beauftragt war, zu diesen Gefangenen zu schauen, der hat ein Riesenproblem. Jetzt sind sie alle frei. Und jetzt kommt er dran. Und er dachte, sie verlassen alle das Gefängnis, aber sie waren alle da. Paulus sagt, hey, keep cool, wir sind alle da. Ja, und dann fiel er auf die Knie und was hat er gesagt im Vers 31? Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus.
Halleluja. Ich weiß, wir alle haben Verwandte und Bekannte und vielleicht Eltern, die noch nicht Jesus Christus persönlich als den Herrn angenommen haben. Und manchmal ist das ein Problem. Manchmal sagen wir uns, ja, aber was ist, wenn sie sterben? Es ist ein Problem. Und oftmals in der Familie sind die Menschen am meisten zu. Weil sie, weißt du weshalb? Weil sie uns sehen. Nein. Ja, manchmal sind wir einfach ein schlechtes Zeugnis. Wir probieren Zeugnis zu geben, anstatt Zeuge zu sein. Es heißt, wir sollen Zeuge sein. Zeugen der Liebe, Zeugen der Vergebung, Zeuge, einfach Zeuge, hey, von Jesu Wohlgeruch. Nicht unbedingt Zeugnis geben. Es gibt Momente, wo wir Zeugnis geben und dann nimm die Tür, wenn sie offen ist. Aber oft geht der Schuss hinten raus. Wer weiß das? Wir wissen es alle. Aber Gott ist ein guter Gott. Er gibt immer wieder neue Chancen. Und wir lernen auch dadurch. Aber diese Verheißung, die wir haben, die ist so stark. Die ist so stark, dass wird all die Gedanken, was ist, wenn sie nicht errettet werden? Was ist, wenn sie Jesus nicht kennenlernen? Was ist, wenn ein Unfall passiert und sie sofort sterben? Wo gehen sie hin? Heute möchte ich dir ganz viel Trost geben. Ganz viel Trost geben, weil du hast Jesus angenommen. Und jetzt ist da eine ganz starke Verheißung in der Bibel. Und zwar mehrere, und wir werden Beispiele anschauen. Du und dein Haus wird gerettet. Jetzt muss ich einschränken. Ich sage nicht damit, dass wenn jemand ständig den Herrn ablehnt und spottet, dass er dann errettet ist. Das sage ich nicht. Aber Gott wird die Situation so lenken, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass sie ihn annehmen. Eigentlich ganz wahrscheinlich, weil jetzt im 1. Korinther 7 ist ja das Kapitel, wo Paulus über Ehe redet, über Verheiratete, über Geschiedene, über ein relativ schwieriges Kapitel, weil die Religion hat es schwierig gemacht. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber wir wollen einen Satz da herausnehmen, und zwar ist der Satz 14. Es heißt da dort, denn der ungläubige Ehemann ist durch die Frau in die Nähe Gottes gebracht und die ungläubige Frau ist durch den Bruder in die Nähe Gottes gebracht. Sonst müsstet ihr ja auch eure Kinder als fern von Gott betrachten. Nun aber sind auch sie in die Nähe Gottes gebracht. Gut, jetzt in deiner Übersetzung, die du wahrscheinlich hast, heißt es, sie sind geheiligt. Der ungläubige Teil ist geheiligt durch den gläubigen Teil. Also in einer Ehe ist, wenn einer gläubig ist, ist der ungläubige Teil geheiligt. Und das ist die Übersetzung, die ich hier gefunden habe, die mir sehr gut gefällt, neue evangelistische Übersetzung. Sie sind in die Nähe gebracht worden. Durch deinen Entscheid, dass du dem Herrn nachfolgst, dass du an ihn glaubst, ist dein ganzes Haus in die Nähe Gottes gebracht worden. Das Wort geheiligt heißt to separate. They are separated im Englischen. Sie sind schon markiert. So wie man die Kälblein markiert mit einem so Clip oder was das ist, das sie in die Ohren hineinbekommen. Die sind markiert. Du bist markiert. Deine Angehörigen sind markiert, ganz allein, nur weil du schon Jesus angenommen hast. Das ist super. Sie sind schon durch dich allein, auch wenn du der Einzige bist im Moment, sie sind schon von Gott markiert. Sie sind schon eine Art unter dem Segen Gottes, auch wenn sie das gar nicht wissen und glauben, wegen dir. Oh, hey. Hey, das ist gute Neuigkeit.
Im Epheser 2,13 heißt es, dass wir durch das Blut Jesu nahegebracht worden sind. Durch das Blut Jesu, sein Opfertod. Halleluja. Halleluja. Weil es gibt Menschen, die sind sehr beunruhigt, meine Christen, weil sie konstant abgelehnt werden, Ablehnung erfahren in der Familie, also sie haben vielleicht zu viel auf den herumgehackt und gequatscht, das kann schon sein. Wir sollten die angenehmsten Menschen, durch Jesus werden wir noch viel angenehmer als vorher. Und wenn wir nicht angenehm waren vorher, dann werden wir durch den Glauben angenehm. Sollten wenigstens. Wir bekommen einfach indem, dass wir mit Jesus zusammen sind, wenn wir beten und wenn wir an ihn denken und so und einfach wieder sehen, was er für uns getan hat, heißt es, dass er uns verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist effortless living. Effortless. Es geht nicht um unser Fleiß, um unsere Anstrengung, um Leistung, vor ihm gerecht zu werden. Wenn wir verstehen, dass wir gerecht sind vor ihm und durch das immer Zugang haben, auch wenn wir wirklich Probleme haben, auch wenn wir vielleicht wirklich eine Art Gott den Rücken gekehrt haben, wir sind trotzdem seine Kinder. Und durch diese Liebe holt er uns wieder zu ihm in die Gegenwart. Und das bringt einfach Veränderung. Wenn wir die Güte Gottes bringt uns Veränderung, nicht die Strenge. Alle Strafe lag auf Jesus. Nein, wir werden niemals mehr gestraft. Gott, der Vater, wäre total ungerecht, wenn er uns strafen würde. Weil die Strafe, die Jesus bekommen hat, die ist ultimativ, die ist absolut einmalig und die kann man nicht verstärken. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Für den Vater Gott ist das finished. Wir sind nur noch die Empfänger des Segens. Durch das, was Jesus getan hat. Weil das, was Jesus getan hat, ist so groß. Ist so, so groß. Und jetzt gibt es ja in der Schrift ein wunderbares Beispiel im Alten Testament und da gehen wir jetzt hin. Und das ist das Passahlamm. Ich weiß, wir kennen das alle. Denke, ja, nie, oh, schon gehört, oh, das weiß ich. Wenn man am Sonntag da ist, geht es um ein gutes Steak essen. Geht es um gute Nahrung bekommen. Nicht denken, ja, Steak, ah, das habe ich ja schon gehabt, es ist noch kein cool, ist noch gut. No, wenn du wirklich ernährt werden willst, musst du das Steak essen. Glaube kommt nicht vom Gehört haben, Glaube kommt vom Hören. Es ist konstant unter dem Wort zu sein. Paulus sagt, the hearing of faith. Also er sagt, jetzt wollt ihr wieder durch eigene Leistung etwas bekommen von Gott, anstatt durch das Hören des Glaubens. Das Hören des Glaubens dort im Galater ist nichts anderes als das Hören über Jesus und was er getan hat und dass er uns segnen will. Und dass er gut ist, es kommt immer wieder auf das heraus, dass wir unter dem Wort sind und uns ernähren lassen und genährt werden und wachsen. Wir wachsen im Glauben durch Ernährung. Amen. Nicht durch gehört haben, nicht durch gegessen haben. Letzte Woche, oh ja, da habe ich eine super Mahlzeit gehabt. Ich kann mich daran erinnern, ich kann sie dir genau beschreiben. Es nützt dir heute gar nichts, wenn du letzte Woche eine super Mahlzeit gehabt hast. Du brauchst die super Mahlzeit jeden Tag, um stark zu bleiben. Genau, gut, gehen wir mal zum Passahlamm. Wir hören jetzt wie das erste Mal, okay? 2. Mose 12, dort ist es. Und zwar hat Gott das verordnet, um jetzt endlich sein Volk vom Pharao zu be-
befreien, von der Sklaverei zu befreien. Und das wiederum ist ein wunderbares Bild. Jesus hat uns befreit von der Macht des Satans. Und zwar total. Total. Halleluja. Der Pharao ist in dem Sinn das Symbol vom Teufel. Und er hat und hat und hat sie nicht gehen lassen. Und immer wieder ging Mose und immer wieder gab's, hat dann Gott das Land heimgesucht mit einer Plage, hat sie zuerst gewarnt. Und wir sehen in all diesen 10 Plagen, die gekommen sind über das ganze Land, dass Gott immer sein Volk verschont hat. Sein Volk ist auch nicht von dieser Welt. Sein Volk ist von ihm. Haben sie es verdient? Nein. Aber Gott hat es so gewollt. Gottes Wort ist ewig. Und wenn wir einen wunderbaren Entscheid in unserem Leben treffen wollen, dann ist es der, wenn wir bekehrt werden, wenn wir gläubig werden, dass sein Wort unsere höchste Autorität ist. Also wenn Gott sagt, Israel ist mein Volk, dann ist es sein Volk. Egal wie die Politik ist, egal wer was und egal wie sie sich benehmen, ist es trotzdem sein Volk. Und er sagt dasselbe auch von uns. Wir sind sein Volk. Wir sind seine Kinder durch Jesus. Wir werden es immer bleiben. Wir können uns nicht enterben, sagen, du bist nicht mehr mein himmlischer Vater oder dass er sagt, du bist nicht mehr mein Kind. Es geht einfach nicht. Jetzt die letzte Plage ist ja die Tötung der Erstgeburt. Und da ging der Todesengel aus und hat im ganzen Land Ägypten hat er die Erstgeburt. Auch vom Vieh, nicht nur von die kleinen Kinder, sondern vom Vieh. Und da war großes Geheul und Geschrei in dieser Nacht. Aber Gott hat vorgesorgt. Gott hat vorgesorgt auch mit dieser Plage, um sein Volk zu verschonen und es eigentlich eben nachher zu befreien von dieser Sklaverei und Herrschaft von Satan. Und wir lesen im Vers 1 vom 2. Mose 12, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Haus bedeutet einfach die Hausgemeinschaft, die Familienangehörigen und da waren auch Knechte und Mägde, da waren also Angehörige. Einfach der Vater dieses Hauses, einer musste ein Lamm nehmen. Und das heißt im Vers 5, dieses Lamm aber soll makellos sein. Wir kennen das von den Opfer, die sie bringen mussten. Es muss immer makellos sein. Das Lamm musste makellos sein. Und im Vers 7, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Also am Nachmittag, bevor diese Nacht kam und diese Plage kam, musste der Hausvater ein Lamm nehmen, ein makelloses, es schächten, das Blut auslaufen lassen und dann von dem Blut in eine Schale und mit einem Isop, das war so eine Pflanze, haben sie die Türpfosten streichen müssen und auch die Oberschwelle. Wenn du mal das so machst, sie strichen die Türpfosten mit Blut, schau mal hin, und dann oben durch. Siehst du das? Das ist das Kreuz. Ist das nicht wunderschön? Es symbolisiert das Kreuz von unserem Herrn. Und das Lamm, natürlich, ist das Lamm Gottes auf dem Thron.
Jesus zu diesem Zeitpunkt war ja noch im Himmel, er war noch nicht geboren, es waren viele tausend Jahre vorher. Aber die Schattenbilder, die Symbolik und das, was Gott sagen wollte, ist, das Blut muss makellos sein. Das Schaf, das Lämmlein muss makellos sein. Das ist das, was Johannes, als dann Jesus gerade seinen Dienst begann, Johannes der Täufer, der Jesus vorübergehen sah, im Johannes 1,29, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er wird als Lamm Gottes betitelt auch, ein Ehrentitel natürlich, das heißt im Petrusbrief, das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Seht ihr, wie herrlich? Das ist der Gott, bei dem gibt es keine Zeit. Außerhalb von der Erde gibt es eigentlich keine Zeit. Gott hat uns Zeit geschenkt mit dem Mond, mit der Sonne, für die Jahreszeiten und so weiter und hat hier definiert, dass wir Zeit haben, dass es einen Abend gibt, einen Morgen gibt. Und so kam die Zeit auch zustande, oder? Aber bei Gott gibt es keine Zeit. Das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Muss man zuerst einmal darüber nachdenken. Oh Gott, der alles weiß, der allwissend ist, er hat das schon alles gewusst und geplant mit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der Punkt ist der, wie kann ich jetzt wissen ganz genau, wer in dem Haus war? Da waren also Mägde und Knechte und Kinder und die Mütter und die Tanten und so weiter. Der Vater hat das Blut hingestrichen im Glauben, weil Gott es gesagt hat. Und jetzt sind sie in diesem Haus drin und der Todesengel geht vorbei in der Nacht. Man hört heulen, man hört schreien, man hört weinen. In ganz Ägyptenland, aber bei keinem von den Kindern Israel durfte der Zerstörer, heißt es, ins Haus hineingehen, weil er das Blut sah. Passa heißt Passover. He had to pass over. Er musste vorübergehen. Passover heißt vorübergehen. Der Todesengel, der Zerstörer, musste vorübergehen, weil er das Blut sah. Aber jetzt sind alle voll Glauben in diesem Haus und singen Halleluja den ganzen Abend. Halleluja, wir werden nicht zerstört. Halleluja, die Kinder und alle. Wir haben absolut keine Aufzeichnung von dem, dass da großen Glauben war im Haus und großes. Nein, sie haben gegessen. Sie haben das Lamm gegessen. Gott hat gesagt, ihr müsst das Lamm braten, ihr müsst es mit bitteren Kräutern essen. Es hat alles eine Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar auch Angst hatten. Die haben doch weinen gehört, die Kinder, sie müssen beruhigt werden. Alle starken Glauben, hey, wir schaffen es morgen in Russ-Ägypten. Ich lese das nicht. Aber einer hat geglaubt dort draußen. Einer hat das Blut hingestrichen. Einfach nur, weil Gott es gesagt hat, hat er dem Blut vertraut. Gott hat gesagt, streich das Blut hin und der Zerstörer werde ich nicht. Ich werde dafür sorgen, dass der Zerstörer nicht in dein Haus kommt. Und so war es. Einer glaubte, das ganze Haus wurde errettet. Gibt es uns das nicht ein bisschen eine neue Sicht, wo wir doch so, ich auf jeden Fall, ja, aber was ist, wenn die Tante sie nicht bekehrt? Ich habe einfach keinen Indiz, dass die sich jemals bekehrt hat und die ist so ablehnend und ich habe schon oft versucht und meine Familie und hin und her und so. Auch schon gedacht. Also, weißt du, ich glaube, Gott will uns einfach einen starken Trost geben.
einen ganz starken Trost. Weil er der Gott der Zeit ist. Weil dieses Bild von Passa können wir unbedingt und hundertprozentig übertragen aufs Neue Testament, ich und mein Haus. Wie gesagt, ich habe nie gesagt, dass wenn jemand konstant spottet und den Herrn ablegt und ihm flucht, dass er dann errettet ist. Das sage ich nicht. Aber etwas Wunderbares kann geschehen in den allerletzten Minuten, bevor ein Mensch stirbt. Kann. Und Gott will uns einfach trösten. Und dieser Trost geht aus im 1. Thessalonicher 14. 1. Thessalonicher 4, Vers, jetzt nicht 14, 4 natürlich, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Hier ist ein Abschnitt, den lese ich euch vor. Und da geht es darum, über die Entrückung eigentlich, über die Entrückung. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Die Entschlafenen sind die im Herrn Gestorbenen. Weil eigentlich in der Bibel heißt es nie, die sind tot, die sind gestorben. Wenn es um gläubige Leute geht, dann sind sie beim Herrn oder sie sind entschlafen. Weil wenn jemand tot da liegt, sieht eigentlich aus, wie er schläft. Sie, oft heißt es, sie sind entschlafen. Einfach nur das Äußere, oder? Ja. Da ist nur noch der Leib, oder? Sie sind ausgecheckt im Himmel, sofort. Wenn jemand nicht mehr da ist, ist er im Himmel. So sagt es Paulus. Also ich will nicht, Brüder, dass euch in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. In der Welt hat man keine Hoffnung. Und da ist eine große Frage, wo komme ich hin, was wird geschehen? Da ist die Angst, da ist die Not und das sind natürlich die Superschlauen und die Überheblichen und sagen, das ist kein Problem, außer Tod, bin ich endlich weg oder so. Habe ich schon oft gehört. Aber das ist nicht schlau, das ist sehr dumm. Sehr dumm. Weil jeder Mensch, das heißt im Prediger, jeder Mensch hat Ewigkeit im Herz. Gott hat Ewigkeit in sein Herz hineingelegt. Prediger, ich sag's nachher. Prediger 3,11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Wir sind geboren worden mit dem im Herz von Gott, dass wir eine Sehnsucht haben nach der Ewigkeit. Weil wir wissen, diese paar Jährchen hier auf der Erde, das ist nichts im Vergleich zu der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ewig. Was ist ewig? Ewig ist ewig. Also schon als Kind, wenn mir das Wort ewig in den Sinn kam beim Einschlafen, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie lang ewig ist. Und ich wurde so frustriert. Ich glaube, Gott hat jedem Mensch Ewigkeit, das steht da, ins Herz gelegt. Wir haben so eine starke Hoffnung. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben bis zur Wiederkunft des Herrn, wenn wir übrig bleiben, werden... Nein, noch einmal. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Tröstet einander mit diesen Worten. Oder wir dürfen als Christen Trost haben, was eben
die Entschlafenen im Herrn. Aber jetzt eben, wenn es um Verwandte geht oder Menschen, die uns besonders nahe stehen, die wir vielleicht auch zu unserem Haus zählen. Das kann man. Das darf man. Wir sehen dann Rahab noch. Rahab zum Beispiel, sie hatte Bekannte und weiß ich wer, in ihr Haus. Und hat den roten Faden runtergelassen, die rote Schnur, und das Haus wurde verschont. Ist auch eben so ein Bild auf das Ich und mein Haus. Trost. Trost, wie Gott uns geben. Halleluja. Wir haben sicher alle schon gehört, dass Gott nicht nur limitiert ist auf unser Erzählen über den wunderbaren Plan Gottes und die Erlösung und Jesus und all das. So, dass auch er erstens mal andere Menschen vorbeischicken kann, aber dass er auch Mittel und Wege hat, sich diesen Menschen, die vielleicht ihn abgelehnt haben oder die nicht sich entschieden haben für ihn, die zu unserem Haus gehören, dass Gott sich ihnen in letzter Minute auf dem Sterbebett offenbaren kann. Ja, wir haben Zeugnisse auch gehört von Erscheinungen, wie Jesus in einem muslimischen, islamischen Staat zu den Muslimen erscheint, den Muslimen erscheint und die wissen genau, dass das Jesus ist und sie bekehren sich. Oder dass Jesus Juden erscheint, Rabbinen erscheint, die Jesus ablehnen bis zu dem Zeitpunkt und er offenbart sich wirklich, dass er der Messias ist, der wirkliche Messias, auf den sie erwarten. Das haben wir gehört aus erster Hand, dass es oft geschieht. Diese übernatürlichen Begebenheiten, wo Jesus selber den Menschen erscheint und sie in einem Augenblick, was uns ein Augenblick scheint, aber eben jetzt kommen wir zu reden auf das, dass er der Herr der Zeit ist und er kann, auch wenn es vielleicht nur eine Millisekunde ist, bevor jemand stirbt, bevor der Autounfall kommt, bevor das geschieht oder jenes geschieht und sie, boom, sie sind weg. In einer Millisekunde, in einer Atomsekunde kann Gott kann sie stretchen und kann ihnen das Evangelium so bringen, wie keiner von uns es predigen kann. Weil er ist der beste Prediger. Kannst du dir vorstellen, wenn Jesus jetzt zu dir käme und dir genau erzählt, was geschehen ist und dass er das für dich getan hat und seine Wunden dir zeigt und diese liebenden Augen, die überfluten von Gnade und von Wohlwollen dir gegenüber, wer würde Nein sagen? Niemand würde Nein sagen. Niemand würde Nein sagen, kann Gott das? Ein so schöner Beweis, dass Gott der Herr von der Zeit ist, ist nämlich im ersten Wunder, welches ist das erste Wunder, das geschehen ist bei Jesus? Er hat Wasser in Wein verwandelt. Das ist ja ein Riesenwunder, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Amen. Aber weißt du was, das ganz Interessante ist, dass dort steht, dass dieser Wein, der in einer Atomsekunde verwandelt wurde, in Wein, das Wasser, das in Wein verwandelt wurde, besser war als der andere. Ja, wir wissen das, wir haben ja Weinkenner hier, Roland zum Beispiel, dass ein guter Wein, der muss reifen, das braucht Zeit. Ein älterer Wein ist meistens besser. Ja, also, Gott ist doch einfach der Gott der Zeit. Was uns eine Atomsekunde erscheint und auf dieser Welt möglich ist, kann Gott das?
hey, wir glauben doch am Wunder, wir glauben, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott unbedingt, unbedingt unsere Verwandten retten will, auch wenn es vielleicht so scheint, dass sie immer ablehnend sind, dass sie nicht wollen. Ja, also ich finde das so gut, das zu wissen. Er ist einfach so, so, so gut. Denk an die Bekehrung von Saulus. Er war ein Christenmörder. Er wurde ausgesandt mit einem neuen Auftrag nach Damaskus, um wieder Christen zu morden, um gefangen zu nehmen und sie nachher zu morden. Er kannte das Gesetz wie kein anderer. Er war, wie es beschrieben wird im Epheser 3 von ihm, er war der Hebräer der Hebräer. Er war vom Stamm Benjamin. Er war einfach der Pharisäer von den Pharisäern. Keiner kannte das Gesetz so gut wie er. Und er meinte, Gott einen Gefallen zu tun, indem er die Christen mordete. Was hat Gott gemacht? Baff, er ist ihm erschienen. Dort auf dem Weg nach Damaskus. Es schien plötzlich ein helles Licht und die Kraft Gottes war da und er fiel zu Boden und eine Stimme, die sagt, Saul, Saul, es wird dir sehr schwer fallen, gegen den Stachel auszustoßen oder anzukommen. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. Herr, was muss ich tun? Also, er hat sich sofort bekehrt, sofort erkannt. Jesus ist da, Jesus lebt. Das ist Jesus, das ist Jesus. Es ist also alles wahr. Sofort die Gewendung, eine Atomsekunde. Herr, was willst du, dass ich tue? Herr, nicht Rabbi, nicht Meister. Herr, hat sich dort bekehrt. Und dann der nächste, er wurde so geblendet von dieser Herrlichkeit. Gott hat gesagt, geh dort und dorthin, man wird dir dort sagen, was du als nächstes tun musst. Ist ja schon ein Glaubensschritt. Hey, wo bist du? Ich wollte jetzt immer bei dir sein. Nein? Oh, das, Gott hat Mittel und Wege und egal wie schlimm der Fall ist, bei Gott gibt es keine schlimmen Fälle. No, no. Gott ist nicht limitiert auf die lokale Gemeinde, wenn es darum geht, Menschen zu erretten. Wir tun, was wir können und wir haben einen Auftrag und wir wollen weitergehen. Und wir haben das Wort und wir sollen es erzählen. Und da glauben wir wirklich dran. Wir praktizieren es ja auch. Aber Gott ist nicht limitiert, wenn, vor allem wenn es um unser Haus geht, das manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber weißt du was, wenn du entspannt bist, und einfach sie leben lässt und einfach sie liebst, einfach vergebend bist, eine angenehme Person bist, dann legst du den Boden, damit ja, die Herzen aufgehen. Amen. Halleluja. Zum Abschluss noch Family im Himmel und auf Erden. Dieser Begriff Familie im Himmel und auf Erden, das finden wir ja im Epheser 3 bei diesem wunderbaren Gebet, wo Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden genannt wird. Also eigentlich heißt es dort, nachdem die ganze Familie im Himmel und auf Erden, also die ganze Familie Gottes, im Himmel und auf Erden genannt wird. Viele sind schon im Himmel, aber wir sind eine große Familie. Gott sieht das nicht so, ja, die sind noch auf Erden, ja, die sind schon im Himmel. Die sind tatsächlich schon im Himmel, die Gläubigen. Oh, hey, Himmel. Aber wenn wir all das jetzt wissen, für uns Christen, wir können hier auf Erden den Himmel erleben. Das ist eigentlich der Punkt. Wir können einhergehen mit diesen schweren, ja, gläubig sein, das ist sehr schwierig und dann hat man es nicht einfach in der Familie und man wird wie ausgeschlossen und man wird geschmäht. Das kann sein, aber weißt du was? Jesus sagt, hüpfe. Sei fröhlich, wenn dir das passiert. Die Herrlichkeit Gottes ist über dir.
Umso schneller, dass du das so sehen kannst, umso besser. Aber hey, mach einfach weiter mit dem Herrn. Es ist nur halb so schlimm. Und wenn wir diese Dinge besser verstehen, dann können wir echt den Himmel auf Erden jetzt schon haben. Währenddem die anderen, die das jetzt nicht wissen, die immer nur limitiert sind, ja, ich habe Zeugnis gegeben, aber sie wollen nicht. Und am Schluss hast du noch einen Buckel und bist ganz weit unten und kriegst nur noch und wirst immer krank. Wir können hier den Sieg haben, den Jesus verheißen hat. Wir können hier schon den Himmel schmecken. Wir können hier schon Himmel auf Erden haben. Übrigens ist das auch ein Begriff vom Alten Testament, dass wir, die wir gläubig sind, Days of Heaven upon the Earth, Tage des Himmels auf Erden erleben. Und darum hat mir Gott aufs Herzen gelegt, über Familie zu sprechen, bis dann zum Thanksgiving. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht, aber wir werden auch sehen, wie wir das am besten machen, wie wir harmonische Familien haben. Oder? Halleluja. 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 Es ist so schön, die irdische Familie zu haben, aber auch die Familie Gottes. Und als ich eben gestern Antoine diese SMS schickte, er sagte dann, ja, ich bin jetzt gelandet, endlich in Hyderabad, oder wie das heißt, komische Namen in Indien. Und dann habe ich dann eben geschrieben, jetzt bist du in guten Händen von Brüdern und Schwestern gelandet. Und dann hat er natürlich wieder diesen Daumen geschickt. Das ist dann das Einfachste. Ja, genau, das da. Das ist schon so kostbar. Ich meine, egal wo auf der Erde, wenn du Brüder und Schwestern triffst, dann hast du Familie gefunden. Ja, die wir schon weg waren, du warst schon in Fidschi, du warst in Australien und ihr auch, je nachdem, weit weg, Amerika. Es ist einfach herrlich, diese Familie, diese weltweite Familie zu haben. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk vom Herrn. Gut, Amen. Amen. So danken wir dir, wunderbare liebe Vater, für ganz großen Trost, den du uns schenkst, dass wir eben nicht ohne Hoffnung sind wie die Welt. Nicht wie die Welt, die vielen Fragen hat über diese Themen, sondern wir sind informiert durch dich, Herr, durch dein Wort, das du uns geschenkt hast. Und wir danken dir dafür, dass unsere Herzen einfach so offen sind und auch weit werden, für die Dinge auch noch göttlicher zu sehen, als wir sie bis anhin gesehen haben. Wir danken dir jetzt einfach für die Botschaft und dass sie uns verändert. Ja, dass wir anders denken und dass wir auch entspannter sind, überall dort, wo du uns hingestellt hast im Alltag, dass wir einfach da sind, um Menschen zu lieben. Und wenn du eine Tür öffnest, damit wir sprechen können, dann tun wir es gern und du zeigst uns auch, wie und wann und wo. Ja, wir preisen dich jetzt, Herr, und danken dir von Herzen, für unsere Familien, dass wir die Gesegneten sind, dass wir die Geliebten sind, dass wir die Favorisierten sind, wegen deiner großen Liebe und Gnade, dass noch viele, viele Menschen errettet werden, Herr. Wirklich, ja, wir danken dir dafür, im Namen Jesus. Und Vater, sollte jemand diese Botschaft hören, der dich noch nicht kennt, der Jesus noch nicht kennt, dann bitte ich jetzt, dass er es tut, dass er von dir, Heiliger Geist, dass du ihn berührst im Herzen und ihm zeigst, dass er getrennt ist von Gott, solange Jesus nicht sein Herr ist. Darum möchte ich für dich beten, wenn du da bist, wenn du die Botschaft hörst und Jesus noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, möchte ich für dich beten, wenn du möchtest Jesus annehmen. So bete einfach mit mir, Vater, ich komme zu dir.
Ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und dass du aber auch auferweckt, dass du auch auferweckt worden bist. Danke, Herr, dass ich jetzt alle meine Sünden einfach dir abgebe. Du hast sie eliminiert. Du hast gesiegt am Kreuz. Ich danke dir, dass mir vergeben worden ist. Alle Schuld und alle Sünden. Ich bin frei durch dein Blut. Danke, Jesus, für die Errettung. Ich glaube an dich. Sei du mein Herr. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und ich rate dir auch, wenn du jetzt das Gebet das erste Mal gesprochen hast, dass du wirklich eine Gemeinde suchst, wo du wachsen kannst, wo du geliebt werden kannst, wo du immer wieder von Jesus hörst und was er Wunderbares getan hat. Ja, such dir eine gute Gemeinde. Amen.